Hallo und willkommen zurück bei Clamcraft. Ich bin Max und ich möchte mit euch heute nochmal über Roboter reden. Ich hatte ursprünglich eigentlich gedacht, dass das mit dem Mac hier vorne aus dem letzten Video eher ein Einzelfall würde, aber jetzt seht ihr, haben sich hier schon so einige Roboter bei mir langsam angesammelt und da dachte ich mir, hey, dann machen wir doch einfach eine kleine Serie draus und da möchte ich euch heute das hier zeigen, erstmal kurz vorstellen und danach auch noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Vor allen Dingen wird das aber mal was Neues für mich, denn ich möchte heute hier mal probieren, ob ich dieses Gerät nicht vor der Kamera live zusammenbasteln kann und dabei ein bisschen zum Thema fabulieren. Das hier ist, gerade schon gezeigt, der Ninjago Legacy Polybag 30591 Titanium Mini Mac von Lego. Und soweit ich das mitbekommen oder verstanden habe, ist das sozusagen die Mini-Version von dem Lego-Set Nummer 71738, Zane's Titan Mac. Über die Ähnlichkeit, ich habe ihn mir kurz mal angeguckt online, kann man sicherlich streiten. Ich finde, die sehen sich bedingt ähnlich. Ist aber auch egal, denn ich habe selber mit Ninjago eigentlich gar nichts am Hut. Ich finde aber diesen Mac sehr vielversprechend und ich glaube, dass man da auch viele Dinge mitmachen kann, einfach unabhängig von dem. Na, die sind schon zusammen. Ja, ich baue ihn heute nicht zum ersten Mal auf. Da ist vorhin beim Aufnehmen was schiefgegangen. Einfach unabhängig von dem Ninjago-Thema. Ninjago, wie gesagt, ich bin kein Fan. Ich finde die Samurai- und Ninja-Ästhetik eigentlich ganz nett. Aber wo ich nicht ganz mitkomme, vielleicht bin ich da einfach zu alt für, ist, warum die dann da auch Düsenflugzeuge, Motorräder und eben hier Roboter brauchen. Aber bei den Kids, zum Beispiel bei uns in der Kita, wo ich arbeite, da ist Ninjago immer noch ein ganz schöner Hit. Was ich aber mag, sind Macs. Ich hatte es bei dem hier vorne, dem YURV Mac, ja schon drunter geschrieben. Ich bin bei Macs kein wirklicher Experte. Ich bin da nicht so tief im Thema, vor allen Dingen nicht bei zum Beispiel Mac Warrior oder BattleTech. Aber ich finde Macs in den Sachen, die ich so gucke und mag, wie zum Beispiel bei Titanfall, hatte ich ja schon angesprochen, Ghost in the Shell, auch großer Fan. Avatar fand ich seinerzeit auch nicht schlecht, vor allen Dingen aber auch zum Beispiel die Ästhetik bei Cyberpunk 2020, auch da werden sich, schätze ich, vor allen Dingen die Älteren dran erinnern. Das Supplementbuch Maximum Metal, illustriert wunderschön von Mike Jackson, hat mit dem Sänger nichts zu tun. Das hat mir seinerzeit alles immer schon sehr gut gefallen und das hat mich dann so ein bisschen auch dazu bewogen, hier den großen Mac, den ich euch da gezeigt habe, zu kaufen, als er mir auf Amazon begegnet ist. Und ja, dann bin ich über den hier gestolpert, mehr oder weniger zufällig, und dachte mir, hey, dann machen wir doch einfach zum Thema Max mal eine kleine Serie. Droiden, natürlich. Ich bin ein riesiger Star Wars-Nerd. Witzigerweise noch gar nicht so sehr. Vielleicht auch, weil ich es einfach seinerzeit verpasst habe, bei Lego, was die Star Wars-Geschichten angeht. Weiß auch nicht, ob ich da noch versuchen werde, diesen Rückstand mal aufzuholen. Aber so, jetzt sind wir hier unten bei dem Step. Okay. Aber Droiden sind natürlich super. Star Wars, schlechterdings ohne Droiden kaum vorstellbar. Und auch da habe ich schon mal was
gemockt die Tage. Den hier hinten, nur mal als Teaser. Den zeige ich euch, glaube ich, dann auch mal. Und dann können wir ein bisschen fabulieren über Droiden und vielleicht auch mal so kleine Star Wars Mocks, die ihr so gemacht habt. Das finde ich auch mal ganz spannend zu sehen. Und jetzt machen wir die Hüfte. Und, na klar, siehe da, ein blauer Technikpin. Ich habe keine Ahnung warum, aber es scheint ja so zu sein, als, vielleicht wisst ihr es besser als ich, als würde es bei Lego diese Pins in anderen vernünftigen Farben schlicht nicht mehr geben. Gut, in diesem Fall, in diesem Set, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Das wird man hinterher kaum sehen. Und hier übrigens diese Tiles, die sind tatsächlich in Sand Blue. Finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn die sich dann farblich vom restlichen Set ein bisschen abheben. Aber andererseits wird es dadurch ein bisschen farbenfroher. Ha, jetzt habe ich hier auch gerade das falsche Teil genommen für diesen Bauschritt. Teiletrenner ist nicht dabei. Klar. So, und jetzt wird auch eigentlich erst diese Hüfte hier zusammengebaut. Mit diesen Baujoints oben auch. Finde ich eigentlich ganz nett gelöst. Und jetzt sieht man auch diesen Technikpin, den sieht man dann eigentlich nur noch, wenn man dem Kollegen so ganz indiskret in den Schritt reinguckt. Das machen wir natürlich nicht. So, fehlen uns noch die Arme, die Unterarme und die Füße. Die werden jetzt hier laut Anleitung so ein bisschen sehr klotzig. Aber mal gucken, ob das nicht vielleicht auch einfach beim Foto so ein bisschen täuscht. Hier, diese Teile, das ist Light Trans Blue. Kommen noch die beiden Jumper Plates drauf. Und dann der 2x1er Brick. Und kleine Slope. Und dann noch hier so ein 3x1er Plate als Schienenbein. Und dann haben wir den ersten Fuß schon fertig. Und der zweite baut sich dann natürlich exakt genauso, nur spiegelverkehrt. 77 Teile sind in diesem Polybag. Und ich finde, für den Preis, den man da bezahlt, ist das ganz schön viel. Also ich hätte gerade auch bei Lego für dasselbe Geld sicherlich auch weniger kriegen können. Ich baue jetzt ja hier auch schon eine Weile dran rum. Und das finde ich positiv überraschend. Ah, Moment, die kommen da auch noch dran. Dann haben wir hier die beiden Füße. Die sind tatsächlich, finde ich, so ein bisschen blockig. Aber ja, warum auch nicht? Was habe ich gerade abgebröselt? Ah ja, hier. Der Arm. Gut. Dann halt nochmal. Und dann noch die Arme. Die sehen jetzt verschieden aus. Machen wir erstmal den einen. So. Da kommt dann oben hier eine Modified Plate mit der Kralle dran, die andere und die Kachel oben drauf und dann aus irgendeinem Grund noch dieses Teil. Das ist dann einfach so da unten dran. Irgendeinen Zweck wird es vermutlich haben. Na gut. Hätte ich, glaube ich, auch lieber erst hier dran gesteckt und dann zusammengebaut, weil sonst das passiert, was hier gerade passiert ist, dann fällt es nämlich wieder auseinander, wenn man das belastet. Aber, naja, leben alle noch. Gut, jetzt hier noch der zweite Arm, der besteht dann einfach nur aus diesen beiden Krallen.
Fliese obendrauf. Und siehe da, hurra, fertig. Dann sieht er so aus, was jetzt noch fehlt. Ah, die hatte ich vorhin aus dem Bag rausgenommen. Kein Problem, keine Panik, hier sind sie schon. Es gehören natürlich auch noch diese beiden Pearl Gold farbenen Katanas dazu. Und dann ist der fertig ausgerüstet. So sieht er aus. Dann kann man den hier mit seinen diversen Ball Joints natürlich auch noch irgendwie von der Pose her anpassen, wie man will. Und dann gerade wegen dieser großen Füße steht der auch ganz nett. Die drei Steinchen sind dann übrig. Und dann kann man den da so hinstellen. Und ja, wie gesagt, wenn man den jetzt als Makrobild versteht, dann könnte man den jetzt in so ein Diorama setzen oder was auch immer, hier vielleicht so einen kleinen Baum dazu. Dann sieht der angemessen titanisch aus. Prima. Muss man aber gar nicht. Ich finde, wegen dieser schönen, neutralen Optik, könnte man den jetzt auch einfach begreifen als, in derselben Skalierung wie so eine Minifigur. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Lego Stormtrooper. Und wenn man die jetzt hier so nebeneinander stellt, dann finde ich, wenn man so eine kleine Armee baut für irgendwas oder auch fürs Wargaming mit Klemmbausteinfiguren, dann könnte man den jetzt so als knapp, was weiß ich, 3-4 Meter hohen Kampfroboter da auch einfach ganz gut dazustellen. Und wenn wir hier mal die Schwerter wieder wegnehmen, das war ja eh übrig, dann können wir das eigentlich da auch noch reinfriemeln. Warum nicht? Dann finde ich, macht der sich auch irgendwie so als Kampfdroide, zum Beispiel für ein Star Wars Setting, ganz nett. Der passt auch erschreckend gut hier vom Farbschema her zu dem Stormtrooper, wie ich finde. Wobei natürlich die imperialen Droiden bei Star Wars eigentlich aus irgendwelchen Gründen eben nicht so schön weiß daherkommen, sondern doch eher grau oder schwarz sind in der Regel. Ich denke da jetzt zum Beispiel an K2SO bei Star Wars Rogue One. Kurz was trinken. Aber man könnte den jetzt ja zum Beispiel auch eben für so ein Battletech-ähnliches Szenario hernehmen. Auch da, glaube ich, passt der gar nicht so verkehrt rein. Oder, und das wollte ich jetzt mal hier machen, so als kleinen Vorschlag, als kleine Idee, was mit dem vielleicht noch geht. Hier wieder die Teilekiste. Auch wieder alles original Lego. Wir könnten den ja mal zu einem so ein bisschen cyberpunkigen Polizeiroboter, vielleicht zum kleinen Aufstandsbekämpfungsroboter umbauen. Wenn euch diese Fliesen hier jetzt zum Beispiel so ein bisschen abgerockt vorkommen, dann kommt das daher, dass sie das sind. Die habe ich nämlich schon ewig und drei Tage. Die haben eine Menge gesehen und dementsprechend sind die nicht mehr ganz so fresh. Okay, so ein Schild. Der hat mich aus vermutlich irgendwie dritter oder vierter Hand erreicht. Keine Ahnung, aus welchem Set der ursprünglich mal kommt. Und dann vielleicht hier vorne mal in die Klaue so ein Star Wars Blaster. Wenn ihr natürlich irgendwie andere Schusswaffen habt, dann ginge das selbstredend auch. Und es wäre natürlich kein Polizeiroboter ohne Sonderrechte. Ja, amerikanisch, rot und blau. Cool. Und dann vielleicht hier unten die offenen, nackten Noppen an den Schienbeinen noch mit so Gittern, so Grill-Tiles verkleidet. Und dann haben wir jetzt hier so einen Polizei-Aufstandsbekämpfungsroboter. Auch eine nette Idee. Und das wollte ich euch einfach mal so mitgeben. Und jetzt komme ich aber noch zu was anderem. Denn das hier ist ja
prominent auf der Verpackung ein 2-in-1 Set. Die Anleitung zu diesem alternativen Aufbau, die ist nicht mit enthalten in dem Bag. Die findet ihr im Internet. Könnt ihr euch dann bei Lego als PDF-Anleitung runterladen und den habe ich jetzt spaßeshalber schon mal zusammengebaut. Deswegen habe ich ihn zweimal gekauft, nicht dass ihr euch wundert. Und so sieht der dann aus. Und das finde ich auch ausgesprochen nice. Ja, so ein animalisches, so ein bisschen Roboter-Hund, Roboter-Wolf-artiges Design. Hat mich ein bisschen erinnert an den Blade Wolf aus Metal Gear Rising Revengeance, so. Oder auch an diesen Hunderoboter aus Black Mirror. Metalhead, ah, hier sieht man auch schon diese Grills, die habe ich schon ergänzt, die gehören da natürlich eigentlich nicht dazu. Finde ich auch, gerade für so Cyberpunk oder eben auch so Battle-Mech-Szenarien, eine sehr, sehr coole Optik. Das sind dann übrigens hier die Teile, die alle überbleiben, wenn man den so aufbaut. Und auch da wollte ich mal kurz zeigen, was man mit dem noch so alles machen kann. Interessanterweise ist bei dem hier vorne jetzt der Kopf so. Wobei ich finde, dass wenn schon hier diese Trans-Blue Plate überbleibt, man auch eigentlich, ich persönlich finde das hübscher, die hier einfach so um 45 Grad gedreht dran machen könnte. Das hat, wie ich finde, auch viel Schönes. Und dann dachte ich, zeige ich euch auch nochmal so eine Idee, wie man den jetzt aufmotzen kann. Hier auch wieder mit dem Polizei-Cyberpunk-Thema. Und ihr kennt mich jetzt ja schon. Ich finde, ein Mech braucht auf jeden Fall irgendwo so eine kleine Satellite Dish und die muss natürlich auch beim Anbauen mindestens einmal auseinanderfallen. So, das ist doch schon mal herrlich. Und dann würde ich jetzt hier mal diese Flügelchen so ein bisschen verspielt an den Seiten runterschieben. Vielleicht mehr so als zusätzliche Panzerplatten und hier oben auf die offenen Studs mache ich jetzt hier mal diese Polizeiplates drauf. Und das hier vorne auf der Schulter, finde ich, bietet sich dann wieder total an für die Signalbeleuchtung. Ja. Dann hier hinten, da hatten wir normalerweise so eine weiße Slope. Die setze ich jetzt mal an die Seite und die zweite, die dann überbleibt, wenn man die hier vorne am Kopf abmontiert, die würde ich, damit schön symmetrisch ist, auf die andere Seite packen. Kleine Plate in die Mitte, dass das nicht so nackig aussieht und vielleicht, damit auch alle wissen, zu welcher Einheit der hier gehört. Hier so eine kleine Teil. Ich finde auch irgendwie diese Kombination mit Grau und Weiß und Gelb ganz schnittig. Das hatten wir ja hier bei dem Mac auch schon. Dann vielleicht nochmal so ein paar Gitter. Hatte ich ja auch hier vorne am Kopf schon ergänzt. Einfach damit nicht so viele Studs offen rumstehen. Also, dann haben wir hier hinten noch so zwei. Warum nicht auch nochmal eine gelbe Fliese mehr? Und auch hier nochmal die Nummer 2. So. Und dann finde ich, das hat schon viel Schönes. Wem jetzt dann natürlich die goldenen Schwerter ein bisschen zu verspielt sind, die könnte man dann natürlich noch weglassen oder gegen irgendwas austauschen, was ein bisschen weniger farbenfroh ist. Und jetzt habe ich hier sowas noch mir überlegt. So ein kleines Gewehr. Das puzzle ich jetzt hier noch hier hinten dran und dann hat der Kollege natürlich auch sofort eine Menge Feuerkraft und die kann er dann auch wild in alle Richtungen schwenken, wie so einen, zum wild rumschwenken vielleicht doch nicht so geeignet, ja, wie so ein Skorpionstachel. Das finde ich auch ganz
Nice. Und eine allerletzte Idee noch. Das ist jetzt hier ein Teil von Lego. Auch nochmal. Das ist nämlich das Teil 88811, die Bladed Claw. Und ich finde, wenn man die hier vorne noch so ergänzt, das hat auch viel Schönes. Ich habe aber nur die eine. Müsst ihr euch jetzt auf der anderen Seite vorstellen. Das kriegt ihr hin. Ganz sicher. Und dann haben wir hier diesen A. Formstabilen, wie ihr seht, entzückenden Polizei-Roboter-Hund. Nur mal so als Idee, wie man aus einem kleinen, unscheinbaren Ninjago-Polybag noch ganz andere coole Sachen rausholen kann. Und damit möchte ich mich verabschieden. Habt noch einen schönen Tag und bis bald!